Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie es um eine Gesellschaft bestellt ist, zeigt sich aus meiner Sicht nicht nur am Umgang mit den Toten, sondern auch im Umgang mit ungeborenem Leben. Das möchte ich gerne vorwegstellen der Diskussion, und es ist eines der Themen, die mich schon sehr früh umgetrieben haben. Ich möchte Ihnen auch sagen, warum, als ich noch gar nicht daran gedacht habe, mich jemals politisch zu engagieren. Anfang der 90er Jahre, wo ich wirklich noch ein kleiner Steppke war, gehörte mein Vater zu den Bundestagsabgeordneten, die in Karlsruhe geklagt haben gegen die Fristenregelung seinerzeit, und habe das natürlich damals mitbekommen, wie kontrovers das Thema gerade hier im Osten diskutiert wurde, gerade auch in Familien, im Freundeskreis, und das bewegt dann schon. Und deswegen, losgelöst mal von der Frage, wann wir die Debatte führen, ich finde es wichtig, dass wir die Debatte hier an der Stelle führen, auch mit welcher Sachlichkeit wir sie führen, denn es ist ein zutiefst ethisches Thema, wo es, glaube ich, auch jetzt keinen Fraktionszwang oder Druck an der Stelle geben darf. Vorgeburtliche Bluttests, wie weit wollen wir gehen, lautet die Überschrift. Das ist in der Tat die Überschrift des gemeinsamen Positionspapiers von 10 Bundestagsabgeordneten. Und das ist so eine Debatte, wo, glaube ich, jeder seine persönliche Erfahrung mit eingebracht hat. Und ich glaube, diejenigen, wo das Elternwerden etwas länger zurückliegt, da gab es ja viele technische Möglichkeiten und medizinische noch nicht. Aber ich durfte das jetzt zweimal erleben, und da kann ich Ihnen sagen, wenn es dann zu solchen Untersuchungen wie Feindiagnostik etc. geht, da hat man schon weiche Knie, das sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Und nicht, weil es darum geht, ob man nun die blauen oder die rosanen Strampler kaufen muss, sondern die entscheidende Frage ist, ist das Kind, was dort im Bauch wächst, ist das Kind gesund? Und von daher bin ich froh, dass ich vor dieser Frage bisher noch nicht stehen musste, sage ich Ihnen an der Stelle auch ganz klar und deutlich. Und die Diskussion, die auf Bundesebene dort jetzt läuft, die Kollegen haben es zum Teil schon angesprochen, möchte nicht alles wiederholen, ist halt die Frage, die vom GBA dort aufgeworfen wurde, ob sozusagen die Leistung, die es seit 2012 gibt, die Schwangere bisher selbst bezahlen müssen, ob die in die Regelung der Kassen mit aufgenommen werden oder nicht. Und die Gefahr, die viele sehen, ist natürlich dabei, dass das sozusagen dann Standarduntersuchung wird, wie viele andere Dinge auch, und dass sich natürlich damit auch die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche erhöht. Und wir als CDU haben natürlich zum Thema Schutz des ungeborenen Lebens eine sehr klare Position. Und wer einen Blick in unser Grundsatzprogramm wirft, wir diskutieren ja gerade ein neues, aber das alte ist auch noch nicht allzu alt, aus dem Jahr 2007. Dort ist ganz klar geschrieben, und ich zitiere, das noch nicht geborene Leben bedarf Beginn mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle unseres besonderen Schutzes und unseres kritischen Umgangs mit den sich weiterentwickelnden Möglichkeiten der Pränataldiagnostik. Mit den hohen Abtreibungszahlen, die sich auch aus Spätreibungen ergeben, finden wir uns nicht ab. Wir müssen Frauen und Männern dabei helfen, sich für das Leben zu entscheiden. Und ich glaube, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich für uns noch einmal unterstreichen. Denn wenn wir uns, geht es zwar heute nicht so sehr darum, aber ich finde, das gehört auch zur Debatte, mal die Situation hier in Mecklenburg-Vorpommern anschauen. 2017 wurde jede sechste Schwangerschaft abgebrochen, und es kamen auf 1000 geborene Kinder 207 Schwangerschaftsabbrüche. Das hat viele, viele Ursachen. Darüber können wir jetzt lange diskutieren. Dann zeigt es doch, dass das ein Thema ist, finde ich, was zu diskutieren ist und wo wir uns Gedanken machen müssen, wie wir junge Eltern ermutigen, losgelöst mal von der Frage, ob das Kind eine Erkrankung hat oder nicht, sich wieder mehr auch für das Leben zu entscheiden. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, und der ist mir auch ein bisschen zu kurz gekommen, bin ich dem Kollegen Heidorn auch dankbar, dass er das mit reingebracht hat in die Debatte, auch mal aus Sicht der Menschen mit Behinderung das ganze Thema hier zu diskutieren. Und die Meinung der Behindertenverbände ist da relativ klar. Ich weiß, unser Parteifreund Hubert Hüppe, ja viele Jahre auch Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, wirklich ja auch, glaube ich, parteiübergreifend ein Fachmann bei dem Thema, der hat ja eine ganz klare Position. Der lehnt diese Ausweitung dieser Down-Tests auch an der Stelle ab, gerade auch im Blick auf Behinderte. Und meine Sorge, und da will ich zum Schluss kommen, die ist wirklich so, dass man irgendwann mal vielleicht, ich will jetzt nicht von Designerkindern reden, aber dass man irgendwann dann mal Kinder oder auch dann Erwachsene mit Behinderungen anschaut und sagt, das muss doch heute nicht mehr sein. Dafür haben wir doch Möglichkeiten,
Sowas gab es früher mal, aber so weit muss es doch heute nicht mehr kommen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, die Würde des Menschen beginnt schon vor der Geburt. Und deswegen, finde ich, muss man diese Debatte auch mit höchster Sorgfalt und mit Augenmaß auch führen und muss auch aus meiner Sicht stärker an die Betroffenen denken, weil so weit darf es aus meiner Sicht nicht kommen, dass dann irgendwann es so ist, dass Kinder, die eine Behinderung haben, die beispielsweise ein Down-Syndrom haben, hier als Menschen zweiter Klasse betrachtet werden. Das ist, glaube ich, unsere gemeinsame, auch ethische Verantwortung, es nicht dazu kommen zu lassen. Deswegen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.